Ich habe mir überlegt, Leute. Wir machen einfach mal eine Schale Zwiebeln und drei Knoblauch. Dazu. Weil wir sind hier im Internet und ich weiß genau, wie euer Humor so tickt. So einen schönen Brokkoli, wenn ihr versteht, was ich meine. Schön mal so einen kleinen Brokkoli dazu machen. Den kochen wir einfach an. Und dann ist der fein. Und dann natürlich regionale Kartoffelchen. Hier regional, guck mal, die Heideknolle ist regional. Alle Kartoffeln sind happy, dass sie da sind. Manche Kartoffeln haben Regenschirm dabei. Die Heideknolle ist einfach toll. Die machen wir auch noch. Und dann müssen wir uns hier noch ein Tütchen aussuchen. Vielleicht einfach Brokkoli mit Kartoffeln, veganen Nuggets und dazu eine schöne Kräutersoße. Wie ist es? Ich finde das Ding absolut fantastico. Also, mach die Sachen hier mal hin. Dann machen wir das einfach. Klingt lecker. Dann fangen wir an. Leute, ich weiß nicht genau, wie man hier startet. Ich brauche ein Schneidebrett. Das ist hier nicht meine Küche, das ist die Rocket Beans Küche. Das ist die heilige Rocket Beans Küche aus der Hausnummer oder aus dem Haus Nummer 15. Vielleicht ist das hier ein Schneidebrett. Ich nehme ein Schneidebrett, leg das hier hin. Könnt ihr meine Schnittplatte sehen? Geil. Fangen wir an mit den Kartoffeln. Erstmal Kartoffeln ein bisschen schälen. Haben wir dafür einen Sparschäler? Wobei, das ist eine Frage für den Chat. Seid ihr eher Fraktion Kartoffeln schälen oder so kochen und damit Schale essen? Richtig geil. This is a cooking stream. We are cooking potatoes. Then this little thing called hashtag 420. This is one of the ingredients. And then we got onions and garlic. Great. And of course we have some nuggets and herbal sauce. I don't know what's the right term for it, but this is actually a potato, yeah? And I don't know how to say it in English, to be honest. I never said that before in English. What is your favorite meal, buddy? Okay, let me think about it. I would say meal. Pizza, of course, pizza. Yeah, but I will prepare the potatoes now and I will wash them. Okay. Mit Schale mal kurz ein bisschen waschen. Kommt mit, das hier ist ein interaktiver Stream. Ihr seid dabei. So, ihr seid mit dabei, wenn ihr gewaschen wird. Hier rein da. Rein, waschen. Wir streamen hier real. Macht hier sauber. Das ist Kartoffelputzing. Das reicht doch, oder? Ist es das? Putzt mal so Kartoffeln? Guck mal, die ist doch super. Kann ich doch so essen? Dann schäle ich die nicht. Dann koche ich die aber im Ganzen. Wir wollen Riesenkartoffeln haben. Ja, man muss. Ich wasche jetzt die Kartoffeln, ey. Das ist wie so eine Gefängnisküche. So stelle ich es mir vor. Hamburger Gefängnisküche. Hier euer. Oder, na gut, machen wir ein anderes Bild. Ein Piratenschiff. Piratenschiffküche. Euer Kombüsenmeister Michael Krogmann putzt die Kartoffeln. Und wie schön sie glänzen. Ich habe immer das Gefühl, bei Twitch ist es so, dass die Leute, die so zugucken, also du quasi, dass die es immer unheimlich geil finden, wenn Leute was machen. Also zocken ist das eine, aber wenn man irgendwie was macht, so echten Kram, sich ernähren beispielsweise. Oder atmen, das finden Leute einfach super interessant. Und jetzt putze ich gerade Kartoffeln. Also folglich muss es einfach mega interessant sein. Gibt es irgendwas zu beachten beim Kartoffelnputzen, fragt ihr euch. Wichtig ist, dass man die kleinen Auswüchse mit abschrubbelt. Das ist ganz wichtig. Die Haut der Kartoffel, je glatter die Haut der Kartoffel ist, desto besser wird sie schmecken. Ich freue mich so, mit euch zu kochen. Bin richtig gut drauf, gerade durchs Kartoffelnputzen. Es hat irgendwie eine gute Wirkung auf mich. Ich sollte in meinem Leben mehr Kartoffeln putzen. Das ist das erfüllte Leben, von dem wir alle immer geträumt haben. Jetzt weiß ich wieder, wo meine Wurzeln sind. Mit der Kartoffel in der Hand und der Bürste bin ich wieder ein Mensch geworden. Hört das Geräusch, ASMR putzen jetzt. Chat, wie geil ist es? Jetzt guck mal, wie dreckig das Wasser geworden ist. Ist einfach eine richtige Dreckbrühe. Guck mal, so sieht der Rocket Beans Wasserkocher aus. Auch richtig nice. Ich werde die Kartoffeln schon ein bisschen klein schneiden, weil ich glaube, so brauchen die auch 1000 Jahre.
bis die gar sind. Und tausendjährige Kartoffel schmeckt nicht. Ich mache die Technik, die ich bei meiner Oma gelernt habe, natürlich sonst einmal zum Körper weg, aber bei meiner Oma habe ich diese Technik gelernt. Immer schön die Kartoffel so ein bisschen hier, ne? So ein bisschen hier zur Hand hinschneiden. Ich mache einfach so kleine, wobei ich mache so kleine Würfelchen. Das Garmoment kann ich eh nicht bestimmen. Sind wir ganz ehrlich, wird eh nicht klappen. Nicht so schnell, ist ein scharfes Messer. Verletzungen am Arbeitsplatz sind nicht so schlimm wie Verletzungen woanders, denn die Berufsgenossenschaft zahlt. Trotzdem nicht unbedingt zu empfehlen. Was ist hier mit? Ist das Ekelshit oder kann man das mitessen? Ich schneid's weg, oder? Das ist zwar Arbeiterklasse-Essen, aber ist trotzdem kein Schrott. Soll schon gut sein. Und als nächstes müssen wir die Nuggets dann machen, weil diese Masse der Nuggets muss 30 Minuten, habe ich mir eben durchgelesen, 30 Minuten im Kühlschrank ziehen. So. Schwere Kartoffel, ganz schwer. So. Ich finde, eine Kartoffel kannst du immer zu Hause haben. Solltest, also mein Tipp an dich ist, hab immer Kartoffeln zu Hause, bist du immer glücklich. Ich finde, sieht ganz gut aus. Dann fangen wir mal an, die Kartoffeln aufzusetzen, dass die schon mal leicht anfangen. Und dann machen wir, nee, komm, hier ist gut. Und dann machen wir schon mal die Nuggets. Es gibt heute natürlich Brokkoli, Kartoffeln. Und ist das eine Kartoffel von mir? Ist das eine Kartoffel von mir? Komm doch mal rein. Das ist doch okay, oder? Jetzt kommt der große Trick, Leute. Man nimmt natürlich nur so viel Wasser, dass die Kartoffeln gerade so bedeckt sind, ja? Nehmt nicht so viel Wasser, eher weniger. Wir wollen ja nicht, dass wir Energie verschwenden. So, hier so ein bisschen, hier seht ihr das, reicht schon. Reicht schon an Wasser. Hier alle noch so ein bisschen reinschubsen. Guck, alle haben Platz. Man muss nur ein bisschen nachhelfen. Das ist schon drin. Und jetzt geben wir Vollstoff. Hier hinten links, Vollstoff Stufe 9 von 9. Give it to me. Bring it on. So, das ist schon mal die Nummer. Nuggets. Vegane Nuggets von Green Force. Danke Green Force, dass ihr meinen Stream supportet. Ehrenmäßig stark. Für euch alle heißt es, ihr seht jetzt zu, wie ich mir schöne Nuggets mache. Ich werde die nicht panieren, weil auch darauf habe ich heute keinen Bock. Ich mache einfach nur die Masse und forme daraus schöne Dinge. Mal gucken, was es wird. Vielleicht wird es auch einfach ein Schnitzel. Ich weiß es nicht genau. Hier steht auf jeden Fall 150 Gramm der Nugget-Fertigmischung mit 300 Milliliter sehr kaltem Wasser gründlich quellen lassen. Für eine halbe Stunde im Kühlschrank. Also, hier sind 150 Gramm drin. Jetzt brauche ich einen Liter, so einen Messbecher. Haben wir sowas bei Rocket Beans TV? Gibt es einen Messbecher bei Rocket Beans TV? Das ist doch schon mal ein halber Messbecher. Wie viel haben wir? Was ist das? Liter. Den nehme ich. Passt. Aber da kann ich nicht drin anrühren. Zum Anrühren brauche ich was Größeres. Hier so eine Schaletti. Ja, nehmen wir. Spüle ich einmal durch. Dann wird er da reingeäumelt, der Teig, und dann passt das. Was ist das denn? Das ist ja eine richtige... Da kommt ein richtiger Mock hoch für alle Voll-Asi-Toni-Fans. So. 300 Milliliter sehr kaltes Wasser. Ist dabei. So. Gut. Jetzt kommen wir zum interessanten Punkt, nämlich die sogenannte Hochzeit. Wir verheiraten jetzt das Pulver mit dem Wasser. Hier seht ihr, das riecht geil. Alter, ich will es so essen. Wenn ihr nicht ganz sicher seid, was für ein Pulver ihr da probiert, ja? Ich weiß ja nicht, in welchen Kreisen ihr euch bewegt. Immer eine Messerspitze voll. Das schmeckt Hammer. Boah, das wird so geil. Die werden hammermäßig. Okay, wir machen jetzt die Hochzeit, das ist das Pulver. Voll rein. 300 Milliliter kaltes Wasser und schöne Vermengung. Und dann den Kühlschrank ab dafür. Ich mache jetzt die Vermengung, ja? Eine schöne Vermengung mit der Hand rein. Die Hand steht fürs Handwerk, dann ist noch Liebe im Spiel.
Das schmeckst du dann direkt. Hammer. So. Das sieht doch schon aus wie schöne Nuggets. Oder? Hammergeil. Jetzt packen wir diese schöne Mixtur hier in den Kühlschrank und lassen das Ganze, schätze mal, 30 Minuten ruhen. Passt das hier rein? Ja, müssen wir ein bisschen Platz machen, ey. Passt rein, passt doch super. Also die große Frage, die das Internet jetzt bewegt, ist, wann kommt das Salz zum Kartoffelwasser? Okay. Salz ist drin. Salz ist drin. Keine Probleme, alle sind hier drauf. Jetzt geht's ans Brokkoli-Geschäft, Brokkoli-Business. So. Das sind aber auch schöne kleine Brokkolinis. Wieso soll ich den denn waschen? Ich wasche doch nicht den Brokkoli. Da fehlen doch die ABC-Enzyme, wenn ich den wasche. Ihr wisst es doch. Ich mache nur so kleine Röschen daraus. Ich mache einfach nur so Steffen-Hensler-Röschen. Guck mal, die trenne ich einfach ab. Guck, hier, das wird geil. Wenn ich was mag, Leute, dann ist es Brokkoli. Und der schmeckt einfach. Hier, kleine Röschen. Kleine Röschen, hast du noch so einen Tannenbaum? Der ist mir egal. Kannst du aber auch essen. So rein die kleinen Röschen. Guck mal, das wird lecker. Das wird Hammer. Und da ist eine schöne, leckere Soße gleich drüber. Besser geht's doch gar nicht. Festmalen. Das ist doch einfach nur hier. Nur geil. Erwäsch den nicht. Ich habe keine Angst vor gesunden Zutaten. Natürlich wasche ich den nicht. Der wird gekocht. So, jetzt kommt noch hier Wasser rein. Alfred Biolek. Rest in peace, ja? Der hat immer beim Kochen Wein getrunken. Ich bin richtig verleitet gerade, ein kleines Gläschen zu nehmen, einfach nur für den Vibe. Leute, herzlich willkommen zum Green Force Super Kochstream. Da sind die Kartoffeln, hier sind die Brokkoli-Röschen. Wir machen heute schöne Nuggets mit einer Kräutersoße. Dieser Stream wird präsentiert von Guter Laune und von Green Force. Finde ich richtig geil. Gönnt gerne zu. Ihr habt den Link im Chat. Könnt ihr mal draufklicken für eine Be January Box, die 6% reduziert. Mit dem Code KROGI kriegt ihr nochmal 25% on top. Und dann wissen auch alle da in der Bude, dass ihr das über mich wisst. Ist das beste Angebot weltweit. Und jetzt stoße ich auf euch an, denn es ist Mittag und die Flaschen stehen hier frei zugänglich. Und Alfred Biolek hat es vorgemacht. Furchtbar, wie das schmeckt. Es ist wirklich richtig ranzig. Wir können schon um die Soße kümmern. Also, wir haben noch diese schöne vegane Kräutersoße. Mit Wasser mixen, aufkochen und genießen. Er gibt 680 Milliliter Kräutersoße. Das klingt fantastisch. Die Soßen habe ich noch nicht probiert. Das ist heute quasi eine neue Sache. 20 Gramm Pulver in 150 Milliliter kaltes Wasser einrühren. Ja, das sind 80 Gramm. Das ist also vierfache Masse, ja? Also 20 Gramm Pulver in 150 Milliliter, Chat. Jetzt habe ich aber 80 Gramm Masse, ja? Dann heißt es, es ist 4 mal 80, ist 4 mal so viel wie 20. Das heißt, 150 mal 4 sind 600 Milliliter Wasser. Wir brauchen 600 Milliliter Wasser. Okay. Also, hier kommen jetzt 600 Milliliter Wasser rein. Das mache ich wieder mit einem kleinen... Wo ist er denn? Wo ist der kleine Boy? Hier der kleine Kollege. Ich koche übrigens gerne. Nicht, dass die Leute denken, ich koche nicht gerne. Ich koche richtig gerne. Ich finde es Hammer. Ich finde Backen auch Hammer. Ich könnte mich in der Küche... Ich brauche nirgendwo anders sein. Ich liebe die Küche. Ich kann hier immer leben. So. Punkt. So, jetzt haben wir schon mal 500 Milliliter Wasser. Packe noch 100 drauf. Ja, kochen und anrühren. Gerade ist ein bisschen anrühren angesagt. Das ist aber auch okay. So, die Kartoffelchen kommen schon so langsam. Machen wir mal den richtigen Küchensound an. Jetzt hört ihr es. Das ist Küche. So, lass noch mal gucken. Was müssen wir hier machen? Unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze aufkochen, bis die Soße andickt. Tüte auf, heiß Wasser drauf, ist kein Kochenkrogi. Ja, aber das ist schon echtes Kochen, Kartoffeln. Brokkoli ist auch echtes Kochen. So.
Und ein Gericht zu herzustellen, kann man schon Kochen nennen. Die Soße, gebe ich zu, ist nicht unbedingt the way des Cookings, aber passt schon. Außerdem, wenn die Soße kocht, kocht's auch. Wisst ihr, was ich meine? So, und wie immer gilt, eine Messerspitze immer probieren, damit man genau weiß, was abgeht. Ist geil. Hatte schöne Cremigkeit. Es ist eine Kräutersoße. Also ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, ohne Zusatz von Konservierungsstoffen, ohne Zusatz von Soja. Okay. Also wenn ihr Bock habt und eben mit dem Gedanken spielt, das zu holen, dann gönnt euch das gerne. Ist nur noch im Januar jetzt, ne? Ist top. Ja, finde ich auch. Geht nur, also der Code Krugi geht gerade nur im Januar. 25% Rabatt, günstiger kriegt das nicht. Ist geil. Würde mich freuen. Und alle Leute, die mit dem Gedanken spielen, sagen, naja, vielleicht mache ich es. Mach doch einfach. Köcheln die schon? Die köcheln, Leute. Die Kartoffeln köcheln. Hammer. Oh, das riecht schon gut. Die Kartoffeln riechen schon geil. Ey, die dickt doch überhaupt nicht an. War das hier zu viel? Zu viel Pulver, zu viel Wasser, das ist echt rührend. Ey, ihr kennt alle Breaking Bad, ihr habt alle gesehen, wie man kocht. Wir kochen ja auch richtig gut, das muss blubbern. Yo! Schneller rühren. Ich krieg so einen geilen Oberarm, ey. Ey, es wird dicker. Es wird dicker. Rot gesehen und Gewalt. Sagen Sie, es sieht wirklich gut aus. Ja, du musst immer ständig rühren. Wie kann es sonst was werden, wenn du nicht rührst? Rühren ist das halbe Leben. Es wird dicker, Leute. Immer weiter rühren. Es wird. Guck mal, es wird richtig nice. So, ich stelle mal die Hitze runter. Ich glaube, jetzt brauchen wir noch so eine mittlere Hitze. Es wird auf jeden Fall dicker, es blubbert schön. Hier, Brokkoli. Wird schon schön grün. Ein grünes Brokkoli, das liebt ihr doch alle. Guck mal, wie schön grün das wird. Hammer. Das ist richtig. Green Force, grünes Brokkoli. Hammer. Das ist ein Match made in heaven. So, pack da ein bisschen. Hammergeil. Es haben noch nie so viele Leute zusammen gerührt. Ja, rühren ist das halbe Leben. Gut gerührt. Ey, auch so Desserts oder so, ne? Immer schön rühren. Wer gut rühren kann, ist auch gut zu Tieren. Und wer gut zu Tieren ist, ist auch gut zu Menschen. Wer gut zu Menschen ist, der ist eh nice. Ja, merkt euch das. Also mit Rühren fängt es an. So. Lassen wir es mal ein bisschen blubbern. So, gucken wir, was die Kartoffeln machen. Ja, die guck mal, die kochen. Guck mal, was die Kartoffeln machen. Die kochen aber mal so richtig nice. Guck mal, was hier abgeht. Eine richtige Kartoffelung. Eine richtige Kartoffelung und hier, Alter, der könnte schon, da mache ich mal ein kleines bisschen eine Stufe weniger. Hier, mach mal auf 6 von 9. Hier schon alles ganz beschlagen. Hallo. So. Grüße. Der Brokkoli ist in der Haus. Hier ist alles richtig am Dampfen. Aber so soll es ja auch sein beim Kochen. Jo, der ist gut. Der ist jetzt schon, das weiß ich, der ist gut. Abgießen jetzt. Direkte Abgießung. Komm mit, kommt hier hin. Der alte Trick, hier Handtuch nehmen.
Nice. So, das lassen wir mal im Topf. Topfdeckel lassen wir drauf. Die Brokkoli sind fertig. Jetzt machen wir aber natürlich noch die Nuggets. Nehmen wir dann ein bisschen, ich weiß auch nicht, was das hier für ein Öl ist. Ich glaube, das ist Rapsöl. Kannst du auf 400 Grad erhitzen. Rein damit. Schmecken muss es. So. Jetzt holen wir mal die Nuggets. So, da sind die Nuggets. Einzelner Konsistenz. Ich forme die jetzt mal mit, weiß ich nicht, wie forme ich die? Dinos. Ihr wollt Dinos haben. Dinos, dann mache ich hier so einen. Pass auf, Dinos. Kein Problem. Dinos. So. Das ist ein 1er Dino. Großer Nugget, aber 1er Dino. Rein mit dem. Top. Ich versuche einfach mal kleinere oder so kleine Eichhörnchen zu machen. Das ist ein kleines Eichhörnchen, ihr seht es ja. Rein mit dem kleinen Eichhörnchen. Gute Konsistenz schon vom Material, muss ich sagen. Ey, wirklich Top-Material. Ich muss ein bisschen mehr verdichten. Material muss verdichtet sein, ihr wisst das genau. Echt okay. Hier noch so eine kleine Frikadunse. Das Eichhörnchen ins Auto gefahren. Das passiert. Leute, also greift zu bei Green Force. Ihr seht doch, wie geil es ist. Hier auch noch so ein kleinen. Ich werde immer kleiner, merkt ihr das? Das muss ich mal wegen groß machen. Ich mache für euch noch hier so eine Form. So. Nicht so oft wenden, einfach immer braten. Der Trick ist einfach braten lassen. Und mit Panade werden die sicherlich noch schöner. Die habe ich jetzt ja hier nicht. Also hatte ich keinen Bock drauf einfach. Aber ist okay. Jetzt mache ich noch einen großen. Da mache ich so einen langen Äumel, der einfach sich schön in die Ecke reinschmiegt. Aber eine gute Konsistenz, kannst du nichts sagen. So, hier so ein Eimer drin. Das war das Material der Nuggets. Mal anpieksen hier, die Kartoffeln. Jo, die werden. Die werden tippitoppi. Die können wir auch, die haben wir auch schon. Können wir abstellen. Geil. Und wie sieht's hier aus? Ne, das darf noch ein bisschen. Ein Tropenhaus hier, ne? Also es wird wirklich richtig. Richtig feucht. Richtig feucht hier im Spiel. Wir noch ein bisschen dämpfen, die Kartoffeln. Aber insgesamt top. Ne. Keine Butterigkeit im Haus, Leute. Da muss ich einmal so probieren. So, das ist die Kartoffel schon mal. Die ist richtig gut. Ein ganz kleines bisschen früh raus. Ein ganz kleines bisschen, aber schmeckt gut. Ein bisschen zu früh raus. Ich sag's ehrlich. Oh, guck mal hier, perfekt. Ne, die noch nicht. Deckel durchziehen. Boah, aber ist aber auch nicht so. Also Sauna, muss er aufpassen, dass ich plötzlich schwebe hier an meinen Kopf. Ja, wirklich. Nicht ausziehen. Schweben und so Schimmelpilze. Ja. Ja. Komm Leute, machen wir einen Soßentest. So sieht sie aus. Geil.
Schmeckt hammergeil. Hammer. Hä? Wie kann das sein? Am Rühren muss das liegen. Krass. Lass mal gucken, was hier abgeht. Da ist ja gar nichts los. Aber die müssen schon knusprig sein, ey. Ja, die können wir wieder. Also ein bisschen will ich sie noch machen, ehrlich gesagt. Ein bisschen machen wir noch, ja? Wie riecht es? Es riecht super. Es riecht richtig lecker. Wirklich Hammer. Ich freue mich schon, das gleich anzurichten mit euch. Tippitoppi. Okay Leute, jetzt gibt es hier richtig Powerhitze. Jetzt, pass auf, jetzt mache ich jetzt richtig rabiat Stufe 9. Einfach nochmal richtig durchpowern. Stufe 9 full on. So. Jetzt machen wir so richtig Röstung rein. Richtig Röstungsparty. Ich brauche schon mal einen Teller. Boah, gleich ist es soweit hier. Da wird hier richtig angerichtet. Zack, schwarz, ja. Ey, möglich ist es. Aber ich brauche eine geile Knusprigkeit. Ah, die sind schon. Da habe ich Knusprigkeit raus. Ey, wann kommt denn hier die Knusprigkeit rein? Ach, ich richte jetzt an. Okay, Leute. Ich mache jetzt mal einen Teller für uns fertig, ja? Für uns zwei. Hier noch ein paar Kartoschkis. Hier. Nehmen wir erstmal so, weiß nicht. So, ja, eine noch. Eine noch fürs Feeling. So. Dann. Brokkoli. Ihr wisst ja, wie es läuft. Hier, der Brokkoli, der ist aber schön grün. Aber ein ganz schöner grüner Brokkoli ist es geworden. Hammer. So. Bisschen Brokkoli drauf. Dann nehmen wir so einen schönen Eumel aus der Mitte. Packen ihn auch drauf. Und noch so einen kleinen. So. Ups. Hupsala. Hammer, haben wir auch. Ja, und dann Soße drüber. Machen wir schön die Soße drüber hier, schön Soße. Dass es so ein bisschen eingedeckt ist, ne? So, über ein bisschen Soße drauf. Hier ein bisschen reinschieben. Ja, sag mal nicht, dass das nicht geil ist. Das ist so ein echtes Essen. Das ist doch hier ein echtes, liebevolles Essen. So, und jetzt packen wir uns. Suchen wir uns mal ein Plätzchen, wo wir essen. Natürlich habe ich für uns hier den besten Tisch vorbereitet, ist ja klar. So. Ich danke dir, Green Force, für diesen Stream. Danke, dass ich dieses gute Essen durch dich hab machen dürfen. Wir haben Kartoffeln, wir haben Brokkoli, wir haben vegane Nuggets, wir haben Kräutersoße. Einfach toll. Falls ihr jetzt auch Appetit bekommt, gönnt euch über den Link eure leckere Box. Nutzt den Code KROGI für 25% Rabatt. Komm rein hier, kommt rein. Hier gibt's Essen. Leute, 5 sind gekommen, 5 sind geladen, 10 sind gekommen. Gieß Wasser zur Suppe.
heißt alle willkommen. Ja. So sieht's aus. Nugget. Nugget-Struktur. Schau rein. Top. Jetzt mit Soße. Ist geil. Ist geil. Hammer. Guten Appetit an euch, an mich. Hammer. Lecker. Bogies Kantine ist eines der großen Konstanten bei Rock Beans TV. Machen wir ja jahrzehntelang die Kantine hier. 90 Jahre Krugis Kantine. Nee, aber mal ganz im Ernst. Richtig leckeres Zeug. Green Force. Heute getestet, heute gekocht. Ja. Tschüss, tschüss ihr Lieben. Tschüss. Überhaupt keine Bauchschmerzen. Weil, was ich gerade so salopp sage, ist ja auch manchmal der Fall. Manchmal hat man so Bauchschmerzen von solchen vegetarischen, veganen Produkten. Mir geht es jedenfalls so. Aber das vertrage ich richtig gut. Schlag da gerne zu. Ich muss auch nochmal die Werbung aussprechen. Ich bin nämlich sehr dankbar, dass sie diesen Monat diesen Stream unterstützen. Und vielleicht habe ich Glück, aber es liegt auch so ein bisschen daran, wie viele Leute jetzt wirklich zuschlagen und sich noch was holen über den Link und mit dem Code. Ob das vielleicht noch einen Monat verlängert wird, das fände ich natürlich cool. So, also wenn ihr, mit anderen Worten, wenn ihr überlegt, euch was zu holen oder falls ihr eh schon die Green Force Sachen nehmt und die noch ein bisschen lagern wollt, und meinem Stream was Gutes tun wollt, dann schlagt gerne mit dem Code zu. Ihr kriegt 25% Rabatt mit dem Code KROGI. Und über den Link habt ihr schon eine Box, die schon 6% von Haus aus reduziert ist. Und dann gehen die 25% noch drauf. Also ist echt ein gutes Angebot. Ja, ja, Lieben, danke fürs dabei sein. Denkt an mich, wenn ihr eure Essensprodukte auffüllen wollt. Das gilt nur noch diesen Monat. Ne? Also eigentlich nur noch jetzt die paar Tage mit dem Angebot und dem Code KROGI. Lasst mich da nicht hängen. Folgt gerne diesem Kanal, lasst gerne bei YouTube Abo da. Ihr wisst doch, wie es läuft.